Ich bohre zwar von innen nach außen, aber ich habe mir jetzt den Punkt heraus ausmessen und da bohre ich jetzt einmal ein kleines Stück vor, damit, wenn ich dann von innen bohre, nicht heraus, dass ich in eine große Planschade runterbricht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Helmut und heute geht es um diesen Raum. Das war da drin so ein Aufenthaltsraum und aus diesem Aufenthaltsraum sollte ein bisschen so ein Büro werden. Ich möchte da meine 3D-Drucker herinstellen, einen Arbeitsplatz, einen PC-Arbeitsplatz, vielleicht ein wenig Video bearbeiten. Nichtsdestotrotz sollte eine kleine Aufenthaltsecke dann trotzdem bleiben. Das erste, was ich da herin aber tue, ist für mehr Licht sorgen. So, Licht ist besser, jetzt muss das einmal weg und das da ist so massiv, da sind so Kleiderhaken dran, da haben früher die Leute scheinbar ihre Ringe auf, da tue ich nur die Haken weg, wer weiß, wozu man das noch brauchen kann. Man sagt immer, die gute alte Zeit, aber alles war nicht die gute alte Zeit. Zum Beispiel Schlittschrauben, die waren noch nie gut. Hier soll ja über die gesamte Länge, ungefähr 4 Meter Arbeitsfläche, Arbeitsplatz entstehen. Über dieser Arbeitsplatte kommt natürlich dann wieder ein Brüstungskanal, weil ich da die meisten Möglichkeiten habe. Da kann ich ganz einfach die verschiedenen Steckdosen, wo ich es hin brauche. Und wenn ich es einmal verändern muss, ist auch kein Thema, Netzwerkdosen passt am besten dahin. Dazu muss ich aber jetzt erst mal ein Loch bohren und muss schauen, wo ich eine Zuleitung herbringe. Diesen Kanal möchte ich extra versorgen mit mindestens einer, vielleicht sogar mehrere Zuleitungen, muss ich mal schauen. Und eine Netzwerkzuleitung brauche ich. Ich bohre zwar von innen nach außen, aber ich habe mir jetzt den Punkt heraus ausmessen und da bohre ich jetzt einmal ein kleines Stück vor, damit, wenn ich dann von innen bohre, nicht heraus, dass ich in eine große Planschade runterbricht.
Mein Baby hat mich noch nie im Stich gelassen. Das ist das, was ich euch sage. Sicher nicht arbeiten, damit das Ganze professionell geht, macht wirklich nur mit guten, zuverlässigen Geräten Spaß. Der Staubsauger, freilich kostet der Geld, aber der hat sich schon 100.000 Mal orientiert. Die Abrüttelautomatik, die er automatisch macht, wenn ich heute mit der Mauer nicht fress schneide, der ewig lange Saugschlauch, der dicke, wo sich da nicht sofort irgendwie verstopft, die Steckdosen, die Einschaltautomatik, das ist ein Spitzengerät. Ich verlinke den unten mal. Jetzt weiß ich, wie das ausschaut, und den Streifen möchte ich streichen. Die erste Stellprobe ist geglückt. Also die erste Probe hat schon mal geklappt. Ich wollte nämlich erstens wissen, ich habe das für einen Schreibtisch ein bisschen höher gemacht. Ich finde das bei PC-Arbeiten eigentlich ganz angenehm, wenn die Tastatur erhöht ist. Ich mag das gar nicht, das runterreichen. Das würde so ein Platz werden, wo ja, vielleicht 1, 2, 3 3D-Drucker herkommen und der Rest Arbeitsplatz, wo ich meine Laptops oder irgendwie sowas aufstellen kann. Natürlich eignet sich da am besten der Brüstungskanal, wo man sämtliche Geschichten einbauen kann. Es kommt ein bisschen eine Netzwerkgeschichte rein. Wer mich da unterstützen möchte, darf gerne mal in die Amazon-Wunschliste einschauen. Da sind ein paar Produkte drin, die ich da einbauen möchte. Da hat mich neidisch gefallen und mich jetzt schon bedanken. Dies ist ein extrem geiler 3D-Drucker. Zu dem komme ich aber in einem anderen Video noch einmal. Ich habe Füße, das ist jetzt nur provisorisch untergestellt. Ich habe mir da Füße bestellt. Allerdings muss ich sagen, die werde ich wahrscheinlich momentan nutzen und werde bei mir dann drei
große Container unten einbauen, Schubladen, Schränke, einen ganz hinten, einen in der Mitte und einen da auf der Seite. Dann habe ich Stauraum automatisch auch gleich. Ich finde es ganz gut. Jetzt nehmen wir das wieder weg. Und dann geht es weiter mit der zweiten Seite von der Arbeitsplatte. Und dann machen wir den, montieren wir den Brüstungskanal, machen wir die Elektroinstallation für den Brüstungskanal. Atmen wir es, auf geht's, weiter geht's.